Mit Jona im zweiten Kapitel des Jona-Buches, die Verse 3 bis 10. Und der Herr sandte einen Wal, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Wals 3 Tage lang. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgab mich bis an die Kehle und die Tiefe umringte mich und Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die halten sich an das Nichtige, verlassen ihre Gnade, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Liebe Gemeinde, Ostern ist ein Fest voller Lebensfreude. Das ist ja der Witz an Ostern und darum ist zu Ostern auch immer ein Osterwitz angesagt. Eine Christin beruflich viel mit dem Flugzeug unterwegs. Aber das Fliegen macht sie immer nervös und dann hat sie ihre Bibel dabei, damit sie darin lesen kann. In der Bibel zu lesen, hilft ihr, sich zu entspannen. Und dann sitzt sie einmal neben meinem Mann und als der sieht, dass sie eine Bibel aus der Tasche zieht, lächelt er ein wenig spöttisch und wendet sich wieder ab. Nach einer Weile dreht er sich zu ihr hin und fragt, Sie glauben doch nicht im Ernst all das Zeug, das in der Bibel steht? Die Frau antwortet, doch, natürlich, es ist schließlich die Bibel. Und er sagt, nun, was ist mit diesem Typen, der vom Wal verschluckt wurde? Sie antwortet, oh, Jona, ja, das glaube ich, das steht in der Bibel. Und er fragt, gut, was meinen Sie, was er die ganze Zeit im Wal gemacht hat, damit er überleben konnte? Die Frau sagt, das weiß ich nicht, aber ich denke, ich werde ihn fragen, wenn ich im Himmel bin. Was, wenn Jona nicht im Himmel ist, fragt der Mann sarkastisch. Dann können Sie ihn ja fragen, sagt die Frau. Der Prophet Jona befindet sich auf der Flucht. Auf der Flucht vor Gott. Er soll nämlich eine Gerichtsbotschaft in die Stadt Ninive bringen, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Aber jetzt nimmt er ein Schiff in genau die entgegengesetzte Richtung, weil ihm dieser Auftrag Gottes nicht schmeckt. Er hat sich dann aber mitten in einen Sturm hineinbegeben. Auf dem Schiff bricht Panik aus und dann lässt er sich von der Schiffsbesatzung ins Meer werfen, weil er weiß, dass er das Ganze verursacht hat. Und da verschluckt ihn einfach ein Wal. Jetzt sitzt Jona im Bauch des Wals.
Dort in der Dunkelheit ringt er mit seiner Angst. Daher fängt Jona an, was tut man, wenn man Angst hat? Man fängt an zu singen. Und er singt den Psalm, den wir gerade gehört haben. Er weiß noch nicht, als er diesen Psalm anfängt zu singen, dass es 3 Tage und 3 Nächte dauern soll, wie lange er da in diesem Bauch sitzen soll. Der Theologe und Dichter Klaus-Peter Hertzsch hat das augenzwinkernd auf den Reim gebracht. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut, das sang er gern, er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Da scheint sich die Frage aufzudrängen, sollen wir das wirklich glauben? Sollen wir das wirklich glauben? Nein, von niemandem wird verlangt, dass er glaubt, dass Jona vom Wal verschluckt worden ist. Denn ob sich ein Mensch im Bauch eines Wales aufhalten kann, ist keine Frage des Glaubens. Und darum sitzen wir nicht hier, weil wir zu denen gehören, die das für eine Glaubensfrage halten. Schließlich wissen wir, dass es unmöglich ist, dass ein Mensch im Bauch eines Wals sich aufhält. Als biologische Tatsache ist ein lebender Mensch im Inneren eines Wals ziemlich unmöglich. Aber darauf kommt es in dieser Geschichte ja überhaupt gar nicht an. Es ist ja kein Biologiebuch. Und das, was uns die Geschichte erzählen will, liegt ja nicht im Biologischen. Es ist keine Walkunde. Schon Luther hat davon gesprochen, dass er das Buch von Jona für ein Märlein halte. Ein Märlein. Können wir es darum ignorieren oder den Kindern überlassen? Nein, denn es ist eine Ostergeschichte. Es ist eine Ostergeschichte, die lange schon vor Ostern stattgefunden hat. Jesus selbst hat sie ja wie eine Ostergeschichte gedeutet. Das heißt, dass wir heute über Jona nachdenken, geht auf Jesus selbst zurück. Er sprach davon, dass Jona daran festhält, dass Gott ihn rettet. Obwohl die Situation von Jona alles andere als rosig ist, obwohl er da sitzt im Dunkeln, ich weiß nicht wie viel 100 Meter unter dem Meeresspiegel, im Verdauungstrakt des größten Säugetiers, das wir haben, und trotzdem verliert er sein Vertrauen nicht. Jona dankt in dem Psalm Gott für seine Rettung. Jona hält fest daran, dass er weiterleben wird. Ich kann ihm nicht empfehlen, das mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man da so in Embryostellung im Bauch eines Wals sitzt. Aber in dieser Situation immer noch zu sagen, ich komme da wieder raus, ist eigentlich eine unglaubliche Leistung. Moment, werden wir vielleicht einwenden. Wieso dankt Jona eigentlich, dass er verschluckt worden ist? Ich wäre nicht dankbar, wenn irgendeines der Monster mich verschlucken würde. Wäre es nicht viel passender, er hätte diesen Psalm später gebetet? Wir kennen die Geschichte ja wahrscheinlich, wie sie ausgeht. Wenn ihn nämlich dann der Wal endlich an Land gespien, ich will nicht das andere Wort sagen, wenn der Wal ihn dann endlich da an Land gebracht hätte, wäre dann nicht eigentlich der Psalm angebracht? Er hat das etwa an der falschen Stelle getan oder hat der Verfasser den Psalm an der falschen Stelle angebracht? Ein Jona mit festem Boden unter den Füßen, selbst wenn er in Wahlverdauungssäften steht, hätte allen Grund, Gott zu loben. Aber als er den Psalm singt, ist er mitten in der Krise, am tiefsten Punkt, an dem er überhaupt sein konnte. Das Meer ist ein Ort des Todes. Ja, ich weiß, für uns ist es ein Ort des Urlaubs, der Erholung, des Paradieses. Aber für einen antiken Menschen ist ein Meer ziemlich scheußlich. Und es gibt noch genug Menschen, die finden Meere auch immer noch
ziemlich scheußlich, denn man weiß alles nicht, was da unter der Wasseroberfläche so auf einen zukommen kann. Und letztlich kann man ja auch untergehen und ertrinken im Meer und versinken. Und wer im Meer versinkt, so hat sich das antike Israel das vorgestellt, der ist aus den Augen Gottes verschwunden. Denn da unten in der Tiefsee, da sind Lebewesen, von denen wir als Menschen heute noch nicht einmal wissen, dass sie da unten existieren. So weit weg ist man in der Tiefe des Meeres von aller Beobachtung und Aufmerksamkeit. Weiter weg übrigens als der Mond. Auf dem Tiefpunkt das Vertrauen auf Gott setzen, das ist das Zeichen des Jonas. Wenn es gar nicht mehr tiefer gehen kann, zu wissen, jetzt bin ich in Gottes Hand. Jetzt bin ich von ihm gehalten und getragen. Das ist der eigentliche Glaube, der in der Jona-Geschichte zur Sprache kommt. Weit und breit darf man auf kein Wunder hoffen, weit und breit darf man keine Rettung vermuten. Und trotzdem bleibt das Vertrauen in Gottes Güte. Die Jona-Geschichte ist eine Geschichte vom Glauben und vom Unglauben. Jona mit seiner Flucht vor Gott steht für den Menschen, der von Anfang an Gott ausweichen will. Solange Jona noch eine Wahl hat, solange er noch vor Gott davonlaufen kann, solange wählt er den Unglauben. Gar nicht so weit hergeholt von unseren heutigen Verhältnissen. Die Menschen, die Möglichkeiten haben, wenn sie die Möglichkeiten haben, neigen dann doch tendenziell eher dazu, den Unglauben zu wählen und Gottes Auftrag doch eher ausweichen. Die Bewohner von Ninive stehen für die Menschen, die gar nichts von Gott wissen. Die Besatzung des Schiffes steht für die Menschen, die an alles Mögliche glauben. Das wird ausdrücklich gesagt. Sie haben alle verschiedene Götter und alle versuchen irgendwie in der Krise mit ihren Göttern da etwas zu ändern. Diese ganze Bandbreite von Glauben bis Unglauben steht uns in dieser Geschichte zur Verfügung. Und wir können uns aussuchen, wo wir hingehören. Gehören wir zu denen, die vor Gott davonlaufen? Gehören wir zu denen, die von ihm gar nichts wissen, oder haben wir uns irgendeinen ausgewählt? Jona steht für den Glaubenden, der sich in der Krise für das Vertrauen entscheidet. Er ist die einzige Person in der ganzen Geschichte, die dann, wenn es ihm am schlechtesten geht, Gott am nächsten ist. Ostern ist eine Geschichte für uns, ist dann eine Geschichte für uns, wenn wir uns für das Vertrauen entscheiden. In der Ausweglosigkeit des Todes Gott immer noch etwas zutrauen. Ja, wir werden sterben. Ja, für jeden von uns hier ist der Tod etwas näher, etwas weiter weg. Keiner weiß es so genau, aber sicher ist, dass er kommt. Und dennoch, dass der Glaube daran, dass Ostern für uns nicht bedeutungslos ist. Dass Jesus vom Tod auferweckt worden ist. Das versuchen viele Menschen als eine biologische Tatsache zu begreifen. Und sie versuchen, sich das Zusammenfügen der Moleküle und das Wiederbeleben der Lebensfunktion irgendwie biologisch in ihr Weltbild einzuordnen. Aber das ist gar nicht die Frage. Auch die Auferweckung Jesu ist kein Handbuch über die menschliche Biologie. Und darum die Ablehnung, Auferstehung müsste unwahr sein, weil sie nicht ins Biologiebuch passt, ist eine etwas vorläufige und ich darf auch sagen, eine etwas simple Antwort. Denn es geht um eine viel tiefer gehende Frage. Ist der Tod wirklich endgültig? Diejenigen, die die Auferstehung Jesu ernst nehmen, glauben an den Sieg des Lebens über den Tod. Sie glauben daran, dass in diesem Universum am Ende das Leben siegen wird und nicht der Tod. Ostern öffnet eine Tür aus der Ausweglosigkeit des Todes und das ist eine Frage des Glaubens und nicht des Wissens. Jona Psalm lässt den Ausweg der Rettung völlig offen. Jona schreibt Gott nicht vor, wie er gerettet werden möchte. Das ist ja eine unserer liebsten Übungen. Wenn wir gerettet werden wollen, dann sagen wir Gott auch immer schon gleich, wie er es tun soll. Jona lässt es offen, wie er gerettet werden will. Geht es nach oben oder geht es nach unten? Wer an Ostern lacht, der lacht am besten.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das Lied 638. Aus der Tiefe mich hole, damit ich lebe. Halleluja. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Wir werden heute die Kollekte für die eigene Gemeinde sammeln. Gestern in der Osternacht haben wir die für die Kinder- und Jugendhilfe des Diakonischen Werkes gesammelt. Da haben wir 220 Euro zusammengebracht. Das ist ein sehr ordentliches Kollektenergebnis. Ganz herzlichen Dank, dass wir früh morgens hier schon in unserer Gemeinde solche Kollekten erheben können. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Heute dürfen wir die Kollekte selbst behalten, also die Markusgemeinde darf sie für ihre Arbeit verwenden und deshalb ist sie ihrer österlichen Freudigkeit herzlich anempfohlen. Und vielen Dank, dass Sie uns unterstützen, dass wir unsere Arbeit hier tun können in Schönberg und für die Menschen da sein können. Wir werden am nächsten Wochenende Gottesdienst feiern, um 10 Uhr wieder mit mir. Das ist der Sonntag Quasimodo Geniti. Und als die Neugeborenen werden wir es wohl draußen auf dem Ernst-Schneider-Platz versuchen. Wenn ich das Protokoll des KVs richtig interpretiere, sollen wir nächsten Sonntag schon draußen feiern. Ich glaube, das Wetter gibt es her. Wir sehen mal. Falls Sie hier niemanden antreffen, dann gehen Sie nochmal über die Straße. Ernst-Schneider-Platz ist hier gerade über die Straße. Dann dürften Sie da die feiernde Gemeinde antreffen. Ansonsten, Gemeindebüro ist geschlossen, ich bin im Urlaub, die Gemeinde verfällt jetzt erst einmal in Osterurlaub. Ab nächste Woche, die Woche drauf, geht es dann wieder regulär los. Informieren Sie sich im Schaukasten und Gemeindebrief, wenn da für Sie etwas von Belang und Interesse ist. Und nun lade ich Sie ein, dass wir miteinander beten, für uns und für die Welt. Du Auferstandener Jesus Christus, du warst im Rachen des Todes, du warst umringt von der Finsternis, du bist in die Tiefen der Erde verbannt gewesen. Du Auferstandener, du lebst und du willst, dass wir auch leben. So komm mit deinem Leben, du Auferstandener, reiße mit dir die, denen alles genommen wurde, die dem Bösen ausgeliefert sind und die keinen sicheren Ort mehr haben. Geh mit ihnen und teile mit ihnen deinen Frieden, erhöre uns. So komm mit deinem Leben, du Auferstandener, befreie aus der Finsternis die, zu denen kein Licht vordringt, die gefangen sind in Verzweiflung und Angst, die von Hass und Lüge verfolgt werden. Geh mit ihnen und teile mit ihnen deine Liebe, erhöre uns. So komm mit deinem Leben, du Auferstandener, belebe deine Schöpfung, die aufblühende Natur und alle, die deine Erde mit ihrem Tun beschützen, die mit Freude deine Wunder entdecken. Belebe die Kranken und bewahre die Sterbenden. Geh mit unseren Kindern und teile mit ihnen deinen neuen Atem. Erhöre uns. So komm mit deinem Evangelium, du Auferstandener. Sprich zu deiner Gemeinde, zu den Enttäuschten und zu den Mutlosen,
zu den Begeisterten und zu denen, die in aller Angst dennoch auf dich vertrauen. Teile das Brot und wärme die Herzen. Bleibe bei uns und höre, wenn wir in einem Moment der Stille für Menschen beten, die in der Tiefe sind. Du Auferstandene, du lebst und du willst, dass wir auch leben. Und erhöre uns, und so gehören wir dir heute und alle Tage unseres Lebens und beten dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie Platz und schlagen Sie die Nummer 272 auf. Von ganzem Herzen von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen, Amen, Amen.